SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warntester Pascal bzw. Spaßkal oder Shisha-Azubi am Start. Servus. Da ist er. Ihr kennt ihn bestimmt schon aus diversen Twitch-Livestreams. Da ist er auch immer mal wieder dabei. Und heute das allererste Mal mit mir, Big2B, zusammen in einem Review. Warum? Weshalb? Das liegt daran, weil er unbedingt dabei sein wollte. Und ja, den Wunsch habe ich ihn jetzt erfüllt. Pascal darf mit mir zusammen jetzt einen der verrücktesten Tabakkreationen des Jahres 2019 mit mir probieren. Und ja, das ist wirklich ein verrückter Tabak, Freunde. Es geht nämlich hier um einen Tabak, den bis jetzt kein anderer hergestellt hat in dem Geschmack. Und zwar geht es um Tomate. Ja? Wir werden jetzt einen Tomatentabak rauchen, Freunde. Also die Geschmacksrichtung ist wirklich ohne Spaß Tomate. Deswegen haben wir den Boss auch mit roter Lebensmittelfarbe eingeführt, dass es einfach zum Thema passt. Ja? Und das zeige ich euch jetzt ganz kurz mal. Der Hersteller nennt sich Zaman, also mit Z, Zaman oder Zaman. So, gucken wir mal, ob es scharf stellt hier. Zaman, genau, dann schräg oder beziehungsweise nach oben geschrieben Time. Und hier sieht man schon eine Tomate, wie sie raufspitzelt quasi über den Warnhinweis. Und hier, wenn man es abzieht, sieht man auch, dahinter steht Tomado. Genau, also das ist jetzt mal die Verpackung. Produziert ist es auch im Jahr 2019, also wirklich ganz, ganz frischer Tabak. Und 50 Gramm liegen bei sehr günstigen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wenn er wieder scharf stellt, 2,75 Euro. Also das ist wirklich verdammt günstig. Und den gab es nur in Frankfurt auf der Shisha-Messe zu finden. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dazu gleich. Ich zeige euch jetzt allererstes mal noch ganz kurz, wie das nach Hause kommt. Hier haben wir so ein kleines Beutelchen, da ist der Tabak drin und was fällt auf? Der Tabak ist rot. Jetzt ist natürlich die Frage, hat der Hersteller es eingefärbt, das Ganze, oder ist der Tabak einfach rot, weil die Aromen rot sind? Also die Flüssigkeit, das ist die Frage. Also Tomate ist rot, deswegen liegt es schon nah, dass es rot ist. Aber ihr wisst es ja, nach deutschem Gesetz darf der Tabak nicht eingefärbt sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass hier ein bisschen manipuliert wurde mit Farbe. Aber das weiß ich nicht. Ja, so sieht der Tabak aus. Super Schnitt. Wirklich gigantisch. Perfekte Feuchtigkeit. Nicht zu feucht, nicht zu trocken. Genau richtig. Und von daher können wir definitiv nicht meckern. Ich habe noch nie was vorher von Zaman gehört oder von Zaman. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe das noch nie vorher gehört, den Hersteller. Ich weiß auch nicht, was der sonst noch für Tabak herstellt. Der kommt auf jeden Fall aus dem Mittleren Osten, Middle East Tobacco. Also wahrscheinlich Ägypten oder so die Richtung. Wir können gerade mal schauen. Middle East Tobacco and Co. in KSEZ. Das ist irgendeine komische Abkürzung. Das steht für... Keine Ahnung, ja, kann möglich sein. Ich weiß es jetzt nicht, was die Abkürzung von KSEZ ist. Aber wir können mal kurz noch gucken. Also KSZE bedeutet für Konferenz, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Gut, hilft uns jetzt nicht wirklich weiter, aber ja, wie gesagt, ich schätze mal, dass das Ganze aus Ägypten oder so aus die Richtung hergestellt wird, das Ganze. Ja, mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, es soll reine Tomate sein. Wie kann man an den Tabak rankommen? Direkt über den Hersteller, eventuell so online habe ich nichts gefunden. Damals gab es den nur in Frankfurt auf der Shisha-Messe. Ich habe ihn selbst dort nicht gesehen, sondern nur durch Zufall nach der Shisha-Messe auf Fotos. Ja, dass jemand gesagt hat, Alter, ich habe mir einen Tabak gekauft, der nach Tomate schmecken soll. Und dann dachte ich mir, what the fuck? Und dann tatsächlich, man hat da die Einzelpackung oder sogar 10 Stangen kaufen können. Also 10er Packung in einer Stange, dass man dann auch dementsprechend dann ein halbes Kilo zu Hause hat. Also klasse Sache. Und ja, ob sie andere Geschmäcker haben oder nur so außergewöhnliche, keine Ahnung. Habe ich, wie gesagt, nicht herausgefunden. Zaman ist in Deutschland absolut unbekannter Hersteller. Vielleicht kennt ihr den Hersteller. Infos gerne rein in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht mehr lange rum. Wir probieren das Ganze jetzt gleich. Ganz kurz möchte ich noch einmal auf was hinweisen. Und zwar, ich habe gerade ein aktuelles Shirt aus meinem Merch-Store an. Und zwar das Betoniert-T-Shirt. Und jetzt aktuell, wenn ihr dieses Video seht, gibt es gerade noch eine Rabattaktion. Und zwar vom 7. bis zum 13. Oktober gibt es 15% auf den kompletten Merch-Shop. Einfach mal reinschauen, Freunde, und 15% sparen. Und in der Videobeschreibung natürlich verlinkt, falls jemand auch SWT-Merch wie zum Beispiel betoniert haben möchte. So,
Pascal wartet ja, wahrscheinlich schon lang. Ja. Wir haben noch nicht probiert. Wir haben das Ganze jetzt einfach gebaut, eine Smokebox draufgelegt. Die liegt jetzt ungefähr schon 5 Minuten oben drauf, köchelt wahrscheinlich schon ordentlich. Das heißt, der erste Zug könnte ballern. Ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt. Aber Pascal, bevor wir dran ziehen, wir müssen erstmal dran riechen. Das ist ja noch wichtig. Warte, du kriegst hier den Teller, ich nehme hier die Packung und dann gucken wir einfach mal, was der Geruch sagt. Und der Geruch ist wirklich witzig. Also authentischer geht's gar nicht. Gar nicht, also das ist wirklich... Wie wenn wir gerade Tomatensuppe... Ja, genau. Suppe oder gerade Tomate essen wollen. Wie wenn gerade Tomatensuppe löffelst oder einen Tomatensaft trinkst. Genauso riecht das. Das riecht einfach 1:1 wie eine fucking Tomate, Freunde. Das ist Wahnsinn. Da fehlt nur noch Mozzarella und Rucola und dann können wir essen. Auf Pizza drauf, ja? Ja, Mann. Ey, das ist wirklich... Nee, ich hätte nie gedacht, dass ein Tabak so authentisch riechen kann. Wirklich, 1:1 wie Tomate. Wahnsinn. Absolut verrückt. Also, und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze schmeckt. Im SWT-Setup, zur Verfügung gestellt übrigens vom lieben Wuff MC. Liebe Grüße an Stefan. Super. Grüße gehen raus. Genau, Grüße an dich, Digi. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze mal. Also, los geht's. So, dann machen wir einfach mal ein paar Züge. Ziehen das Ganze mal ein bisschen an. Dann gucken wir einfach mal, was wir so geschmacklich rausschmecken können. So, Freunde, jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Also, ich muss gleich mal vorweg sagen, die Packung ist jetzt mittlerweile, lass mich überlegen, wann waren wir auf dem Smoshi-Treffen? Das war im Juli wahrscheinlich, August, September, Oktober, also 3 Monate ist die Packung jetzt offen. Ich hätte es einvakuumieren müssen, weil offener Tabak, der nicht verschweißt mehr ist, der lässt natürlich an Geschmack nach. Aber wir haben den Tabak schon einmal geraucht, auf dem Smoshi-Treffen. Genau. Genau, deswegen können wir natürlich da auch mehr dazu sagen, weil jetzt wird er nicht mehr ganz so intensiv schmecken wie damals. Wir haben es einfach verpennt, das Video zu machen und erst habe ich wieder mal die Tabakpackung zu Hause gesehen und dachte, scheiße, da war doch noch was. Und ja, deswegen jetzt leicht verspätet, aber was können wir zum Geschmack sagen? Pascal, gerne mal anfangen. Wie empfindest du den Geschmack? Ist es eklig, ist es lecker, ist es authentisch? Wie kannst du es beschreiben? Also ich finde es ganz angenehm, ganz lecker. Also der Tabak riecht an sich sehr stark, aber wenn du es rauchst, kommt nicht komplett die Tomate über dich, sondern es ist ganz ein Hauch, finde ich. Also nicht so penetrant. Genau, nicht so penetrant. Es ist ganz angenehm zu rauchen, gute Rauchentwicklung. Ja, das passt, weil die Feuchtigkeit auch passt. Genau, also man muss ganz klar sagen, der Tabak ist abgeflacht vom Geschmack. Am Anfang, als wir den ganz frisch aufgemacht haben und auf dem Smoshi-Treffen probiert haben, da hat er noch deutlich intensiver geschmeckt nach der Tomatennote. Da war es wirklich Tomate in die Fresse quasi. Also das war wirklich saumäßig intensiv und er hat auch wirklich authentisch geschmeckt. Man hat richtig so die Tomate rausgeschmeckt. Jetzt mittlerweile ein bisschen schwächer. Aber kein Wunder, wenn man den Tabak so lange offen stehen lässt, ohne einvakuumieren, ist man selber schuld. Aber man schmeckt auf jeden Fall immer noch raus, dass es in die Tomatenrichtung geht. Wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip, wenn ihr euch den frisch kauft und aufmacht und raucht, genauso wie es riecht. Ja? Also im Endeffekt nach einer authentischen, natürlichen Tomatennote. Genau so schmeckt das Ganze. Man kann es nicht anders beschreiben, weil es einfach so ist. Ich hätte es nicht gedacht, aber er schmeckt keinesfalls widerlich. Ja? Nein, also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie anfängt zu würgen oder so, wie beim Farmer zum Beispiel. Oh. Ja? Da ist es wieder was anderes, aber hier muss man ganz ehrlich sagen, mega. Also er schmeckt super, leider jetzt nicht mehr so intensiv wie damals, aber auf jeden Fall ein geiler Tabak. Für alle, die mal was Außergewöhnliches probieren wollen und sagen, okay, ich will jetzt mal weg vom 0815 Standardgedönse, dann auf jeden Fall versuchen, irgendwie noch an den Saman Tomato ranzukommen, weil es gibt nichts, es ist der einzige Hersteller, der sowas Verrücktes rausgebracht hat. Also ich kenne keinen Hersteller, der Tomate rausgebracht hat. Falls es noch einen gibt, könnt ihr es gerne reinschreiben, aber mir fällt keiner ein. Du hast, glaube ich, auch noch nie sowas geraucht. Nein, das ist was ganz Außergewöhnliches. Ich finde es auch mega gut. Und der Nachgeschmack, also ich habe jetzt gedacht, beim Nachgeschmack lässt der nach, aber ich finde... Man hat nur ein bisschen... Genau, die Tomate hat man nur ein bisschen mit drin. Mhm. Also ich finde den Tabak echt gut. Ja, also der Tabak hat auf jeden Fall Potenzial und man traut sich wahrscheinlich am Anfang nicht ran, das Ganze mal zu probieren. Aber man sollte auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, sowas zu probieren, das mal zu tun, weil man überrascht sein wird, ja. Klar,
ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich gönne mir jetzt jeden Abend einen Kopf Tomate, das ist nett, nee. Aber es ist einfach mal eine Gaudi, einfach mal ein Witz, das Ganze mal zu probieren und dann festzustellen, so schlecht ist es ja gar nicht, ja, weil Tomate isst man ja eigentlich auch recht gern, warum sollte man es dann nicht gern rauchen, ne, das ist genauso wie beim Apfel, isst man gern, raucht man gern, genau. Und deswegen kann man sich den Tomate definitiv auch mal für ab und zu, für besondere Anlässe gönnen. Und da macht man definitiv nichts falsch. Wie gesagt, das Einzige, was schade ist, dass man eben in Deutschland so gut wie nicht an den Tabak rankommt, weil der Hersteller einfach nicht etabliert ist in Deutschland. Der hat wahrscheinlich nur ein paar Auflagen gemacht, ein paar 100 Packungen für die Messe eben, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber über die langfristige Strecke hat er jetzt noch nicht gesorgt. Vielleicht kommt es auch noch. Da müssen wir einfach mal abwarten. Genau. Genau. Aber so geht auf jeden Fall eine Probierempfehlung raus, weil es was Interessantes ist. Auf jeden Fall. Genau, also da geht es definitiv klar. Und ich würde sagen, zum Schluss schauen wir uns noch die Pro- und Kontraliste zusammen an. So, da hätten wir bei Pro den Schnitt sowie die Feuchtigkeit und das daraus resultierende Mischungsverhältnis geht perfekt klar. Kann man nicht meckern, nicht zu trocken, nicht zu feucht und super für den Kopfbau der Schnitt. Dann der Geschmack, sehr, sehr gut, wirklich authentisch getroffen. Die Intensität ebenfalls, wenn man halt auch relativ zeitnah konsumiert und nicht ewig in der Ecke liegen lässt, so wie wir. Die Rauchentwicklung, natürlich SWT-Setup, Regeld in dem Fall. Genau. Und der günstige Preis, 2,75 Euro für 50 Gramm, da kann man definitiv nicht meckern. Das ist ein absolutes Schnäppchen, ich denke auch nur günstig, weil es zur Messe eben rausgehauen worden ist. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer sich rentabel macht. Denn wenn man das Ganze auf 200 Gramm hochrechnet, sind wir hier bei 11 Euro. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Preis ist, der auf Dauer in Deutschland so erhältlich ist. Ich denke, da gehen die dann auf 4 Euro ungefähr hoch. Ja. Genau, dann war's das mit diesem Video. Wenn ihr auch schon mal den Saman Tomato oder allgemein verrückte andere Geschmäcker geraucht habt, die wir noch nicht kennen, gerne mal in die Kommentare schreiben, dann können wir uns das eventuell mal anschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann zeigt es definitiv mit eurem Däumchen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr direkt hier bei mir beim Shisha Azubi Spaskani, geht es hier drüben bei ihm. Und in der Mitte beim Boss geht es zum SWD-Partner Shoplink. Dann sagen wir zwei danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Pascal und B2B und Servus! Servus.